Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode von The Witcher 3. Und in der letzten Episode haben wir ziemlich was komisch erlebt. Die Dame, die sich hier gerade den Boden schrubbert, hat kurz mit den drei Damen, und die drei Damen haben über die Großmutter hier zu uns gesprochen. Hallo Hansi! Den haben wir auch in den letzten Episoden kennengelernt, den Hansi. Was ist ein Göttlicher oder eine Göttliche oder wie auch immer man das oder die Art uns mitteilen wird oder würde. So, gute rein und durch den Sumpf zu warten mit einem Pferd ist nicht so das Schlauste. Denn es könnten ja Tote oder Ertrunkene auf uns warten, die nur so nach Blut dursten und durstig sind. Oder Banditen. Ja. Hey! Oha. Nö. Hey! Verpickte Kackbratze! So, das Ding ist weg. Und der verwitzte Hansel. Okay, gut. Du bist der Einzige, der noch hier ist. Tut mir leid. Wollte ich nicht so. Aber. Wählendes Langsam. Das haben wir jetzt ja zum 30. Mal eingesammelt. Können wir langsam verticken wie die Sau auf dem Brot oder was? Müssen wir nochmal schauen, ob hier die Sachen besser sind. So, mal Inventar durchsuchen. Schlechter. Das ist besser, aber müssen wir. Stufe 7 ist in Stufe 6. Okay, alles klar. Das ist aber besser. Das legen wir hier hin. Schlechter. Besser. Hat es auch eine. Warte mal jetzt. Die 138. Sieht man hier irgendwo die Schnelligkeit oder wie? Müssen wir noch braten, hä? Ich weiß gar nicht, was wir mit den Sachen hier anfangen können. Also, wir können zwar Alchemie und Handwerk lernen, aber so ganz genau. Und das ist deutlich der Mumen. Floren? Haben wir nicht mehr, wir haben 366. Sind das Kronen und das sind Floren, oder wie? Das sind Ohren. Sind das andere Währungen, die eigentlich bei uns nicht gelten, oder wie ist das ganz genau? Oder in dem. Hey! Laufplätze. Nee. Ich will nicht wieder in den Kampf geraten. Ich will mich zuerst aufheilen hier. Niederwürf. Das bedeutet weniger Hunger. Wir haben wieder eine kleine Siedlung gefunden. Dorfälteste, hallo! Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Gut, dass sie uns verstehen. Du weißt also, wer mich geschickt hat. Gut, das macht es leichter. Vergib.
Ich wusste nicht, dass dich die Herrinnen des Waldes schicken. Helfen sie euch oft? Nach dem Beschnitt gehört ihnen jedermann. Sie können hart sein, aber sie sind gerecht. Anspruchsvoll auch. Aber ja, denke ich mir. Nichts geschenkt. Wer hat den Pesthauch vertrieben? Wer hat uns Saatgut gegeben? In den anderen Dörfern essen sie ihre eigenen Schuhsohlen. Uns hier geht es gut. Schuhsohlen? Ja, kommen wir zur Sache, mein Freund. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Oha. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Mein Gebieter, das machen wir. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Ja, das werden wir bestimmt nicht unterschätzen, mein Freund. So, ab hier durch die zarten Flügel. 330 Fuß. Oh, jetzt sind wir durch den Baum gelegt. Das klingt gut. Wie ein Kadaver offen hier rumliegt. Echt schlimm heutzutage, wirklich schlimm. Nun gehen wir hier lang durch den nicht allzu großen Pfad. Haben links und rechts eventuell sogar noch kleine Tiere und größere Tiere, die uns umbringen könnten. Oh, finde raus mit den Dorfbewohner von. Tritt zurück. Was? Und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Ach, scheiß der Hund drauf. Wolf, du bist tot. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Zeit zu sterben. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Wahrscheinlich unter dem Baum oder so. Kann ich mir vorstellen. Nein, es geht da über. Oh, mach doch nicht so einen Kack drauf hier. Oha. Was ist das für ein Wolf? Irgendwie muss ein Eingang sein. Das? Geh fort! Geh fort! Geh fort! Was ist das für ein Werwolf? Oh! Oh oh! Die hassen wir! Was jetzt, du Stück? Der kriegt uns. Der heilt nämlich schneller als wir. Oh. Um, kehr um, kehr um, kehr jetzt kriegen wir auch, jetzt kriegen wir auch einen Werwolf. Einen Fertigkeitspunkt erhalten. Da klingt das super. War das mit C oder so? Nee.
Ich weiß gar nicht, was. Ach, hier. Ein Fertigkeitspunkt. Verfügbare Punkte. Haben wir hier irgendwas auf Leben oder so? Das ist ein. Warte mal. Haben wir. Wenn wir den jetzt. Das ist. Guck mal an. Und das hier. 50 Vitalität, aber wir haben ja hier. 1,3. Was ist denn das Rote? Aber wenn wir hier noch ein Rotes haben. Noch ein. Fertig bei Parieren, wenn ein Pfeil abgelenkt. Ziehen von Armbrust. Wenn Schaden erlitten wird, ist die Adrenalinverlust um 20% verringert. Ja. Tagsüber regenerieren. Ja. Regeneration ist doch besser als so. Angriffskraft. Plus 20. So, sehr schön. Fort. Hinfort. 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 Das ist nur immer ein Echo. Inventar bitte sehr. Dann hauen wir hier noch raus. Ablegen. Und jetzt wegwerfen. Ja, wir haben ja nichts mehr dabei. So, Alchemie. Tränke haben auch nichts mehr dabei, oder was? Ach, wir haben kein Schöllkraut mehr. Na dann. Können wir dann Brote irgendwie einnehmen? Rohes Fleisch, nur dann. Schinkenbrot. Oder haben wir nur Schinken? Schauen wir mal, was sich hier verbirgt. Oder wisst ihr was bei dem Charakter? Ich will gerne die Datier. Sehen wir uns das auf 9. Ach, wir müssen so lange noch warten und ich will eigentlich die Regeneration hier doch beibehalten. Müssen wir eben ein bisschen, ja, anders angehen, aber das schaffen wir auch so. Oha. C, tauchen. Geht uns denn die Luft nicht aus? Ja, ich denke mal. Oh, ja, das. Wie weit. Ach, wir konnten schon auftauchen, natürlich. Hey. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Das ist sicher eine kleine Sache. Ist meine Freiheit dein Wunsch? Git. Oh. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Kitty. Abgemacht. Ich helfe dir. Seit Jahren gefangen. Jetzt werde ich frei sein. Löse meine Fesseln. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute, wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier.
Sammle diese Dinge und bring sie mir. Ich habe die Rabenfedern. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd, aus Sturm geboren. Ein Pferd? Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross. Von feuchten Wiesen. Von feuchten Wiesen. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit, gen Westen. Ich komm wieder. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komm ich wieder. Kehr zurück zu den Tiefen des Hügels. Ich will nicht. Zum verrotteten Erz des Baums. Durchstich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt. Kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Igitt. Na gut, mit X. Von Aces Plätze, hallo! Finde die Knochen des Geisters, der unter dem Flüsterhügel gefangen ist, mit Hilfe deiner Hexersinne. Voll die falsche Seite, aber na gut. Hä? So, jetzt aber. Das ist ein Abgrund. Hier ist ein Grab. Achso, hier können wir gar nicht weiter, oder wie? Geht aber schon irgendwie. Immer. Es geht immer irgendwie. Man muss nur schauen, wie es funktioniert. Hallo, du. Was? Oh. Was ist mein. Oh, oh. Hey, Töle! In einem Grab? Wo soll denn hier ein Grab sein? Sieht nach Regen aus. Ja, das sieht mir auch so. Das Wetter. Die Wettervorsage sagt's mir ja neben der Map. Neben der Minimap. In der Mitte kann es ja nicht sein. Ach, da drüben. Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. Das könnte gut sein. Zähme ein Wildpferd mit dem Axi-Zeichen. Sitze auf. Los, Axi, los. Das... Nein, ich will nicht, dass du online gehst. Kann ich Skype nicht irgendwie ausschalten? Meine Preise, ey. Weg! Ey, weg! So, danke sehr. Ich muss Skype ausschalten hier. Es geht nicht so weiter. Das geht nicht weiter, meine Freunde. Oh oh. Hey! Okay. Habe ich ihn gespeichert? Es könnte sein, dass es gerade 3,5 Stunden einfach weg sind. Weil ich so doof bin, um zu speichern. Aber sind dann die Spielstände. Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. Naja, gut. Meine Freunde, wir wissen jetzt, wir dürfen nicht irgendwie beim Troll landen, der Stufe 20 ist.
Wir sind in der Stufe 6 oder 7. Aber das macht ja nichts, meine Freunde. Wir sehen uns erst in der nächsten Episode. Haut rein, tschüss, das war's und viel Spaß.